Ich bin von Beruf Polizeibeamter. Ich arrangiere mich seit nun fast 3 Jahren in der Flüchtlingshilfe. Ich fahre heute als Fraktionsvorsitzende zu einem ganz besonderen Menschen in Thüringen, das ist der Micha. Micha macht genau das, wofür wir alle stehen, kümmert sich sehr viel um Geflüchtete, um andere Menschen. Natürlich muss ich als Linker und bin ich auch dafür, dass die Grenzen offen sind. Ja? Ich bin dafür, dass Menschen dort leben sollen, wo sie leben möchten. Ja? Und die meisten möchten in ihrer Heimat leben, logischerweise, und würden gar nicht nach Deutschland kommen, wenn die Bedingungen dort entsprechend wären. Da muss ich aber auch für die Menschen was tun. Ich bin Hadi Gahil. Ich bin seit 3 Jahren in Deutschland allein und ich wohne zurzeit bei Michael. Wenn ich sage, herzlich willkommen, dann heißt das herzlich willkommen in meinem Haus. Jetzt zum Beispiel für den Hadi ihn in Ausbildung zu bringen, so ein Leben zu ermöglichen wie in Deutschen auch. Ich glaube, dass die meisten Menschen, wenn sie die Geschichte auch so kennen würden wie ich, dass sie dann ganz anders helfen würden und dafür auch Verständnis hätten. Weil ich weiß, dass es eine Lösung zu finden ist schwer. Und deswegen muss man halt öfters hinschauen, muss oft zusammensitzen und muss versuchen, das zu eruieren.